Schüler von Paul Hindemith, Professor in Freiburg und in München. Und am 9. Februar feiert er seinen 86. Geburtstag. Schüler des Max-Gymnasiums in München haben ihn selbst erleben dürfen, den zeitgenössischen Komponisten Harald Genzmer. Das Max-Gymnasium im Herzen von Schwabing. Für unsere Radiosendung Hör mal wird heute der Komponist Harald Genzmer von Schülern des Gymnasiums interviewt. Für die Schüler ist dies Gelegenheit, Musik hautnah zu erleben. Nicht jeden Tag hat man einen leibhaftigen Komponisten vor sich. Harald Genzmer ist 1909 geboren und gilt als namhafter Vertreter der Hindemith-Schule. Es geht um seine Sonate für Altblockflöte und Klavier. Für Hörmal macht die Musikpädagogin Barbara Haas die Konferenz. Wir sind die Arbeitsgemeinschaft Schüler machen Radio des Maximilian-Gymnasiums München. Und wir freuen uns, dass heute Herr Professor Genzmer zu uns gekommen ist an die Schule, um mit uns seine Komposition Sonate für Altblockflöte und Klavier mit uns zu sprechen. Herzlichen Dank. Stefan Mokri, Klavier, und Clarissa Eschenlohe, Altblockflöte, spielen Harald Genzmers Komposition, beziehungsweise sie erarbeiten sie gemeinsam. Zeitgenössische Musik live mit dem Komponisten. Für junge Menschen ist ein Forum, das erlaubt, den Komponisten hier und jetzt zu erleben, ein Gewinn und auch eine Chance, sich zeitgenössischer Musik anzunähern. Eins, zwei, drei. Ein bisschen Zeit lassen, ja? Dass das Klavier sozusagen diesen Arpeggio-Akkord ein bisschen ausspielen kann, dass es wo das hohe B ist. Das sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takt. 1, 2, 3, 4. Da, 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 di, 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 di. So, ganz ruhig, ja? Mhm. Können wir es mal von da machen, ja? Verstehst, was ich meine, nicht? Das soll jetzt nicht heißen, es muss so genau sein, aber dass man ein bisschen Zeit lässt der Musik, ja? Dass man sozusagen nicht mit Metronom ganz genau macht. Zunächst muss man sowas genau machen, aber dann kann man es, wenn man es etwas freier spielt, machen. Es ist erstaunlich, wie schnell die Brücke zwischen den Generationen geschlagen werden kann. Und es ist aufregend, den kreativen Akt zusammen mit dem Komponisten nachzuvollziehen. In der Blockflöte bitte nicht mehr geben, genau wie Sie eben gespielt haben. Aber das Klavier ein bisschen leiser, dass die Blockflöte schön rauskommt. Das Mikrofon ist ja nah an der Blockflöte, nicht? Gut. Schwellenangst gibt es nicht. Man nutzt die seltene Gelegenheit, den Komponisten selbst da zu haben, und packt sie kurzerhand beim Schopf. Ihre Sonate für Altblockflöte und Klavier ist ja 1941 während des Zweiten Weltkriegs entstanden. Die vier Sätze tragen die Überschriften bewegt, ruhig fließend, heiter und lebhaft und klingen auch sehr unbeschwert. Waren Sie damals wirklich in dieser Stimmung? Natürlich war man nicht in der Stimmung. Der Krieg war eine sehr ernste Sache und wir jungen Menschen, waren uns alle klar, was auf uns zukam, ohne dass wir natürlich irgendwelche Einzelheiten vorher wussten. Wer hat damals 1941 gewusst, dass es einen Krieg mit Russland gab? Kein, also von den normalen Bürgern des Staates nicht. Ich hatte während des Krieges Glück. Ich hatte Klarinette studiert und kam zunächst mal zu einem Musikzug beim Militär. Und dann, da ich gut Klavier spielte, habe ich die blinde Sängerin Winterfeld für Lazarettkonzerte begleitet. Und ich hatte dann Gelegenheit, immer noch abends an der Volkshochschule mit jungen Menschen zu arbeiten, die noch nicht eingezogen waren. Und
als Gegengewicht gegen den Ernst des Krieges. Es fing ja dann bald auch der Bombenkrieg an. Und das war für die Leute grauenhaft genug. Ich bin selber im Krieg verwundet worden. Also ich kenne das am eigenen Leibe, was einem alles passieren kann. Hör mal ist eine Radiosendung, die in Bayern 2 ausgestrahlt werden wird. Für musikinteressierte Schüler genauso wie für die, die sie heute mitgestaltet haben. Ich merke, die jetzigen jungen Leute müssen im Musikunterricht ganz anders angefasst werden. Sie müssen begeistert werden. Und ich finde, das ist eine neue Möglichkeit, die Leute zu begeistern und für die zeitgenössische Musik zu gewinnen. Dass das, was wirklich im Argen ist, besonders in der Schule, in der Schulmusik, dass das gefördert wird. Man glaubt es kaum, aber Harald Genzmer wird am 9. Februar, wie gesagt, 86 Jahre alt. Vorher soll man ja eigentlich nicht gratulieren, aber lieber Professor, alles Gute wünschen, das darf man doch auf alle Fälle und das wollen wir hier an dieser Stelle ganz speziell für Sie tun. Die Hörfunksendung wird übrigens am 8. März ausgestrahlt, um 14 Uhr im Programm Bayern 2.